also auf Englisch sagt man intriguing, nicht? Benjamin ist intriguing, das heißt schwierig, aber im positiven Sinn schwierig. Es lohnt sich, da genauer zuzusehen, was ihr sagt. Die ganze Entwicklung ist interessant und so weiter. Heute ist das Thema ein Fragment aus diesen frühen 20er Jahren. Und das ist eigentlich eine sehr schwierige Phase in der Entwicklung, die man wirklich nicht so ohne weiteres auf einen Nenner bringen kann, weil er da mit verschiedenen Positionen experimentiert und so weiter. Worum es geht, also der Titel ist der Titel eines solchen Fragments, Kapitalismus als Religion. Das sind drei Seiten, ich habe die hier, hätte ich also kopieren können für alle. Das sind drei Seiten, die er, das ist die ganze Sache, um die es geht, dreieinhalb Seiten, die man gefunden hat, und da ist der Titel schon, also intriguing, nicht? Interessant, obwohl er eigentlich nicht von ihm ist, sondern von Ernst Bloch, darauf komme ich später, und es geht darum, es geht um die Verbindung zu Max Weber, also der Titel ist ein bisschen plakativ, Weber, Benjamin kontra Max Weber. Aber es geht tatsächlich um die berühmte Schrift von 1904, glaube ich, über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus von Max Weber, worauf also dieser Titel anspielt. Ich habe also eigentlich drei Punkte, vielleicht einen vierten Punkt als Ausblick. Der erste Punkt ist, dass ich einfach die weberische Position darstellen möchte. Also nicht den ganzen Weber, sondern den Weber eben der Religionssoziologie und dieses berühmten Aufsatzes, der also jahrzehntelang, vor allen Dingen die letzten 50 Jahre, 60 Jahre, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, enorm rezipiert worden ist, den ich sogar im Gymnasium also mitbekommen habe. Zu Marx gab es einen Satz, zu Max Weber gab es zwei Wochen Diskussion. Und dann der zweite Punkt, das ist eine Art Drehpunkt. Ich möchte, weil es um Marx geht, bei Weber, es geht eigentlich immer um Marx, bei Weber, also eine indirekte, selten offene Kritik an Marx, möchte ich aus verschiedenen Gründen auf ein Kapitel im Kapital eingehen, um einfach klarzustellen, um was es eigentlich geht bei der Entstehung des Kapitalismus. Denn bei Marx gibt es diese enorm, immer noch enorm beeindruckende und aktuell wirkende Charakterisierung der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, des sogenannten, das heißt im Titel. Das ist dann gleichzeitig die Folie, das ist dann die Folie für Benjamin. Ich finde, ich möchte also nicht direkt Benjamins Kritik an Weber zeigen, sondern habe die Hoffnung, dass das klarer wird, also durch diesen Bezug. Also erstens Max Weber, zweitens Marx, drittens dieser kleine Text, den er 19, wahrscheinlich, niemand weiß genau wann, 1921 wahrscheinlich Mitte, wahrscheinlich Ende 21 geschrieben und nie publiziert hat. Das kommt hinzu, das ist überhaupt gar nicht vorgesehen gewesen für eine Publikation. Okay, also erstens Weber, da ist die Frage, ich möchte da jetzt nicht allzu viel wiederholen, was Sie sowieso schon kennen. Es geht also um die Frage natürlich, warum dieser bekannteste deutsche Soziologe, der ich glaube 1920 dann starb im Alter von 56 oder 57 Jahren, warum er sich mit Religion beschäftigt hat. Und
und also jede Menge Aufsätze geschrieben hat. Ich habe zu Hause so ein Buch, da sind, glaube ich, 1100 Seiten drin mit Aufsätzen. Der Aufsatz, über den ich spreche, der übrigens auch nur fragmentarisch ist und der nicht zu Ende geschrieben wurde, heißt also Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Man kann da nicht sehen, dass er eine Kritik an Marx vorhat, aber ich glaube, es wird klar werden, wie diese Kritik ist und warum er diese Kritik übt. Es ist wirklich sehr interessant. Vor allen Dingen die Rezeption von Weber ist interessant. Die Frage fängt dann ganz breit, er fängt einerseits ganz spezifisch an wie ein Soziologe, andererseits ganz breit. Die Fragen sind, warum sind die meisten Protestanten, sind die meisten Unternehmer Protestanten? Ja? Warum sind die Unternehmerpersönlichkeiten oder sonst wie besonders ehrgeizige Business-Typen, warum sind das Protestanten, sagt er. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist der Ausgangspunkt. Der hat dann noch ein paar Zahlen und sagt, ja, es ist wirklich so. Das Zweite ist, und das ist ganz, mein Geschichtsprofessor in Köln hat das immer, Wähler, der hat das immer stark betont, die große Frage, die er gleich verbindet, also die Leute in Asien, Afrika haben das nicht, diesen Protestantismus, und die haben auch nicht diese Unternehmermentalität und diese kapitalistische Mentalität. Das heißt, es geht also darum, es geht um Rationalismus, es geht um den okzidentalen Rationalismus als Basis für den Kapitalismus. Nicht? Deshalb diese ganze, also muss Jahre damit verbracht haben, diese ganze religiöse Literatur zu studieren, weil seine These war, der Geist des Kapitalismus ist verbunden mit dieser protestantischen Ethik im frühen 16. Jahrhundert. Und der Zusammenhang ist, also er geht dann auf Luther ein, wie gesagt, ich will nur einige Hauptpunkte skizzieren, damit das wahrscheinlich, kennen Sie das alle, ich bin sicher, dass Frank das sehr gut kennt. Wir haben es in der Schule, wie gesagt, gelesen, in den USA wird das gelesen, das ist Standardlektüre, dieses Buch, und das wird unkritisch gelesen. Es ist einmal, dass Luther, er guckt sich Luther an und findet, dass, beim Luther findet er nicht allzu viel, aber doch einiges Interessante, dass Luther nicht an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit, Mittelalter Luther denkt, es ist egal, welchen Beruf du hast, und der neuzeitliche Luther denkt, nein, es ist wichtig, dass du in deinem Beruf das Beste leistest. Das ist das Einzige, was er eigentlich bei Luther findet, das ist nicht der Idealzeuge für die These von Max Weber, aber immerhin. Es gibt also bei Luther diese Berufsethik-Sache. Da würden viele Deutsche heute, glaube ich, auch sagen, ja, das ist so, wir nehmen unseren Beruf ernst. Die Italiener machen das natürlich nicht. Oder, was weiß ich, irgendjemand, nur wir machen das. Weber, der natürlich ein Nationalist war und Chauvinist war und blieb eigentlich bis zu Ende, das mag man nicht in diesen Schriften, er will ja wertfrei sein und bemüht sich wirklich um Wissenschaftlichkeit. Aber es ist doch klar, dass er diese Linie zieht zum Berufsverständnis von Luther. Aber der wichtigste Gewährsmann für Weber ist natürlich Calvin, Jean Calvin, müsste man eigentlich sagen. Also dieser Mann aus Genf. Und der hat eine andere, der ist verantwortlich dafür, was man, also seine religiöse Doktrin führt dazu, dass führt zu dieser innerweltlichen Askese. Und er guckt sich an, es gibt eine Theorie, die religiöse Doktrin besagt, dass Gottes Gnade, also die kann man nicht durch gute Taten, das würden die alten Christen glauben, also bekommen oder wiederbekommen, sondern die kommen überhaupt nicht, man weiß überhaupt nicht, wen Gott ausgewählt hat. Sehr clevere Taktik, nicht? Gott lässt sich nicht in die Karten sehen. Und also wir haben keine Ahnung und wir können das nicht vorherbestimmen. Und wir sind also permanent in dieser Unsicherheit, ob wir es nun schaffen, in den Himmel oder wenigstens in diese
Fegefeuer, falls es das für Carvin gab oder nicht. Und Weber zeigt, und das ist schon beeindruckend, wie er das darstellt, ist, dass diese Angst bei Menschen, und da ist ein Problem bei Weber, er differenziert nicht soziologisch genau, also welches Bürgertum, sind das Handwerker, sind das Geschäftsleute oder so, das ist nicht klar, es sind einfach von Bürgern die Rede. Es führt bei den Bürgern dazu, dass sie sich selbst beobachten, sich selbst kontrollieren, sich selbst disziplinieren, weil sie glauben, nur dann haben sie eine Chance, enthaltsam leben, das Geld sparen, neu investieren, da ist es, nicht? Weil sie nur dann eine Chance haben. Kein Genuss, um Gottes Willen, nicht? Das machen also die korrupten Aristokraten oder die sensualistischen Katholiken, sondern spartanische Lebenshaltung, asketische Lebenshaltung, weil man sich kontrollieren will und selbst beobachten will, in der Hoffnung, dass diese Art von innerweltlicher Askese ein Zeichen dafür ist, dass man diese göttliche Gnade bekommt. Ein Zeichen, es gibt keine Garantie. Das ist also die sogenannte Prädestination, das wäre wahrscheinlich bekannt, diese ganze Sache. Interessant ist dann bei Weber, dass er dann die Brücke schlägt zum kapitalistischen Geist. Das ist einfach noch religiöse Doktrin, eine bestimmte Einstellung und so weiter, was Arbeit betrifft, es geht aber jetzt um den Kapitalismus per se, und das ist der zweite Teil dieses Aufsatzes, und er versucht also dann zu bestimmen, Kapitalismus, Streben nach Gewinn, nach Rentabilität, er kommt plötzlich dann mit ganz konkreten Dingen an, die den Kapitalismus beschreiben. Rationale Betriebsorganisation, Trennung von Haushalt und Betrieb, rationale Buchführung und so weiter. Und er fragt dann weiter, gibt es irgendwelche Religionen oder Einstellungen, die diesen Geist des Kapitalismus voranbringen? Das lässt das ein bisschen offen. Obwohl letztlich ist das dann klar, was kommt zuerst, also die Einstellung oder der Kapitalismus, also bei Weber natürlich die Einstellung letztlich und nicht der Kapitalismus, die konkreten Entwicklungen. Und er findet den Beweis dafür in den USA und in England, also bei den Quäkern und bei vor allen Dingen bei Benjamin Franklin. Das ist also ein Gewährsmann, da wird also zitiert, bedenke, dass die Zeit Geld ist. Da kommt das her, 1760, 64. Bedenke, dass die Zeit Geld, time is money. Ich bedenke, dass Kredit Geld ist. Ich bedenke, dass Geld von einer zeugungskräftigen und fruchtbaren Natur ist. Bedenke, dass ein guter Zahler der Herr von jedermanns Beutel ist. Und jeder Gläubiger, wenn der bei dir vorbeigeht und hört den Hammerschlag um 5 Uhr und abends um 8, weiß, du bekommst dein Geld zurück. Das ist bei Benjamin Franklin, es wird zitiert, wer 5 Schillinge verliert, verliert nicht nur die Summe, sondern alles, was damit bei Verwendung im Gewerbe hätte verdient werden können. 5 Cent sind nicht 5 Cent, ein Euro ist nicht ein Euro, das ist eine Million. Nicht richtig investiert würde das ja viel Geld bringen. Also das ist die Einstellung von Benjamin Frank. Ja, das ist der Geist des modernen Kapitalismus. Und dann argumentiert er weiter, dass die entsprechende Ethik dazu eine bestimmte Ethik gebraucht wird, um diesen Erwerbsgeist voranzubringen. Also Religion ist zuerst da eigentlich, bevor irgendwas anderes da ist. Und Religion wird auch weiterhin benötigt, um diese Erwerbsgier weiter produktiv werden zu lassen. Das ist es.
Und dann wird es ein bisschen klar, worum es ihm eigentlich geht. Und das ist vielleicht dann den normalen Lesern dieser Schrift nicht so klar. Es geht ihm, ja, was man heute sagen würde, um einen fordistischen Kapitalismus. Das heißt, er ist nicht zufrieden damit, dass deutsche Unternehmer 1880 nur 5 oder 6 Stunden arbeiten. Sondern nicht, also es muss mehr gearbeitet, es muss effizienter gearbeitet werden. Er weiß auch, dass nicht, also er will einen modernen, einen effizienteren Kapitalismus. 1880, 1890, das ist die Phase des beginnenden deutschen und europäischen Imperialismus. Er weiß, dass es Klassenkämpfe gibt, er weiß, dass es Probleme gibt und seine Lösung besteht darin, das ist auch der Grund für diese ganze Sache, dass er einen effizienteren Kapitalismus haben will und dazu diese ideologische, also religiöse Einstellung braucht, um das zu bewerkstelligen. Das ist das Ziel. Max Weber ist im Ersten Weltkrieg dann einer dieser Leute, die also ein Großdeutschland haben wollen und so weiter. Eine merkwürdige Figur. Merkwürdig deshalb auch, weil er auf der anderen Seite schon weiß, also er hat nicht nur Marx gelesen, er weiß, was Klassenkampf ist, spricht aber nicht darüber. Er will das überspielen. Er ist so ein weißer Sozialist, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Jan Rehmann hat in einem Buch von ein paar Jahren, das er geschrieben hat, von der passiven Revolution gesprochen. Er will, dass auch die Arbeiter teilhaben an diesem effizienteren fordistischen Kapitalismus. Nicht? Also seine Vision ist klar. Es ist auch klar, warum nach 1945 Weber gebraucht wurde. Talcott Parsons, berühmter amerikanischer Soziologe, hat übersetzt, Beispiel für dich hier, Frank, nicht? Er hat übersetzt, den ganzen Max Weber übersetzt, nicht? Als Soziologe hat sich hingesetzt, übersetzt. Diese Übersetzung hat Weber dann in Deutschland populär, in den 50er, 60er Jahren populär gemacht. Und das passte natürlich in das Modell der Bundesrepublik, wo es um einen möglichst effizienten Kapitalismus geht und das Verdrängen von Klassenkampf. Nicht? Darum geht es eigentlich bei Max Weber. Also der Position und der Schrift, auf die dann viele andere reagieren. Es gab anfangs wenig Kritik. Es gab natürlich Leute, die kritisiert haben. Jemand von der Frankfurter Schule, Henrik Grossmann, hat zum Beispiel gesagt, das ist doch gar keine soziologische Analyse. Das sind doch höchstens Handwerker. Und ich glaube, er hat recht, das sind Handwerker, die diese protestantischen Doktrinen und Calvin, das sind doch nicht Großunternehmer. Man kann doch so nicht den Kolonialismus und Imperialismus erklären, dass man also das auf den Calvin schiebt. Nicht? Aber diese Kritik hat nicht gewirkt. Talcott Parsons als der große, wie man auf USA, in den USA sagt, der Dean der amerikanischen Soziologie hat sich den Weber vorgeknüpft, gesagt, das ist die adäquate Theorie. Nicht? Dieser Mann versteht, wie der Kapitalismus funktioniert. Wobei natürlich auch wichtig ist, dass er die Rolle des Persönlichen bestimmt. Es geht nicht nur um Religion, es geht darum, dass Personen motiviert sind, im Sinne des Kapitalismus zu handeln. Das sind alle Spitzen gegen Marx. Marx ist natürlich derjenige, der angeblich ökonomistisch, also das Ökonomische überbetont, oder deterministisch, alles ist schon vorher sagbar, oder objektivistisch die Dinge beschreibt. Das heißt, das sind irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, die da ablaufen. Wo ist die Persönlichkeit, die den Kapitalismus überhaupt erst ins Laufen bringt? Wo sind die Leute mit der Intelligenz, dem Geld oder was, und mit der Einstellung, also zu investieren? Fällt alles weg bei Marx, ist also unbrauchbar. Also Weber war der Ideale mit dieser Religionssoziologie vor allem. Die Kritik an dem Gehäuse, an dem Mechanismus, den auch Weber gesehen hat, lässt man weg. Man betont also das Religiöse, das Ethische, das Persönliche, das Offene eines erneuerten und effizienteren Kapitalismus.
Ja, ich komme zum zweiten Punkt. Ich will nur sagen, es geht, und das finde ich sehr interessant, es geht um den Ursprung des Kapitalismus. Und Weber hat seine Theorie dazu formuliert, ohne Marx direkt zu kritisieren, obwohl er sagt, also das, man kann das materialistisch geht nicht, greift zu kurz, man muss also das Ideologische, man muss diese geistigen Einflüsse und so muss man berücksichtigen. Es geht um den Ursprung. Es geht um den Ursprung des Kapitalismus. Also irgendwann, ja, da fängt ein anderes Problem an. Fängt ja eigentlich in Italien an. Die sind aber katholisch. Also das lässt er zum Beispiel ganz weg, Weber. Nicht? Er konzentriert sich auf die Calvinisten in Holland, die Quäker in den USA, die Schotten und so weiter als den Leuten, die den Kapitalismus reingebracht haben, sehr wahrscheinlich ist das nicht richtig. Also jedenfalls lässt es aus, die Tatsache, dass die ersten Banken in Norditalien sind und das sind alles Katholiken. Es lohnt sich wenigstens einen kurzen Blick auf Marx zu werfen, weil, wie sieht das bei Marx aus? Ist er wirklich so dogmatisch, deterministisch, ökonomistisch? Tatsächlich ist es natürlich so, dass er sich mit den tatsächlichen sozialhistorischen Problemen beschäftigt. Und ich spreche jetzt vom 24. Kapitel des Kapitals. Da geht es um die sogenannte ursprüngliche Kapitulation, Akkumulation. Und das ist nichts anderes als ein Versuch zu zeigen, wie, ab wann gibt es eigentlich Leute, die Kapital haben? Wo fängt das Ganze an? Mit der Ausbeutung, wo fängt das an? Und Marx macht sich lustig über die Leute, also Adam Smith vor allem, aber auch über andere Theoretiker, die davon sprechen, und so haben die meisten das ja gelernt, jedenfalls im Westen, im Osten wahrscheinlich, das ist ein Zitat, wo auch das Religiöse mit reinkommt, aber wenn das Religiöse reinkommt bei Marx, ist das meistens also aus Gründen des Humors. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen Seite faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. Also wenn man anguckt, wie Adam Smith das sieht und Weber würde das auch unterschreiben, ja, das passt zu dieser Weberschen Erklärung, dann ist der Anfang des Kapitalismus dadurch einfach zustande gekommen, da habe ich das auch in der Schule gelernt, dass einige Leute gesagt haben, also Schluss mit dem Faulenzen, wir müssen jetzt arbeiten, wir sind intelligent, wir können das, wir machen also unser eigenes Unternehmen und sind erfolgreich im Sinne des Kapitalismus. Die Leute, die zurückbleiben, naja, okay, die Faulenzer, die können sich das selbst zuschreiben, dass das so ist. Marx macht sich darüber lustig und dann spricht er davon, dass die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen. Also Arbeit hat ja lange Zeit diese negative Konnotation wird gesehen als Ausfluss dieser Verdammnis. Sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, die Historie vom ökonomischen Sündenfall. Also er bezeichnet den Beginn des Kapitalismus, also diese Tatsache, dass einige Kapital haben und andere nicht, dass Leute die Arbeit verlieren und andere nicht, als ökonomischen Sündenfall. Die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei so kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letzteren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Theologischer Sündenfall, alte Sache. Wie erklärt man, dass einige Leute arbeiten, andere nicht, dass es Sklaven gibt, kann man in der Bibel schon nachlesen, hat mit Gott zu tun, es gibt diese mythischen Erklärungen. Was Adam Smith und andere bürgerliche Ökonomen machen, ist, sind ähnlich rational, in Anführungszeichen, in der Erklärung dieses Anfangs, wie diese biblischen Exegeten. Also das ist natürlich keine Erklärung tatsächlichen Zustände. Und es lohnt sich, falls Sie es nicht gemacht haben, würde ich
Vorschlagen des Mannes. Es ist sehr interessant, wie er auf nicht mal 40 Seiten beschreibt, in welchen Phasen diese sogenannte ursprüngliche Akkumulation abläuft. Und das beginnt damit, dass in England, er bleibt auch bei England in seinen Beispielen, obwohl er weiß, er spricht auch von den Bankensystemen, dass also die Bauern ihr Land verlieren. Das ist sehr lustig beschrieben in Thomas Mores Utopia. Im ersten Kapitel wird das beschrieben. Und das heißt also, kennst du das Land, in dem die Schafe Menschen fressen? Und also da geht es darum, dass das Land, es geht um eine Umverteilung des Landes, und dass die Landbesitzer die Bevölkerung vertreiben, um also ihre Schafe dort zu weiden. Das heißt, Marx macht darauf aufmerksam, dass dieser Prozess der Ablösung Feudalismus, Kapitalismus ein sehr langer Prozess ist, 300, 350 Jahre, und verschiedene Phasen hat, und er beschreibt genau diese verschiedenen Phasen. Also es beginnt mit Disziplinierung. Das, was also bei Weber im Sinne von Selbstaskese und Selbstbeobachtung gesehen wird, wird bei Marx ein bisschen deutlicher dargestellt, das ist Disziplinierung. Was macht man mit den Leuten, die jetzt keinen Beruf haben? Was macht man mit den Vagabunden? Die Zustände in England waren hunderte von Jahren lang katastrophal. Es sind immer noch nicht viel besser, nicht, wenn man bestimmte Dinge anguckt. Er beschreibt das genau im ersten, zweiten, dritten Absatz in diesem 24. Kapitel. Er spricht auch darüber, er spricht über die Rolle des Kolonialismus, er spricht also darüber, dass es zuerst eine Kapitalisierung der Pächter gibt auf dem Land, dann spricht er darüber, dass es den industriellen Kapitalisten gibt und was die Basis dafür ist. Das heißt, er erklärt sehr genau und an verschiedenen Beispielen, wie dieser Übergang aussieht. Und dieser sehr, sehr schmerzhafte, für also Millionen, sehr schmerzhafte Übergang zum Kapitalismus, das wird sehr genau erklärt. Was ich problematisch finde, ist, dass Weber einer der Leute ist, die das sehr genau kennen, sehr genau wissen. Der hat es gelesen. Ich bin sicher, dass er es gelesen hat. Aber er geht nicht direkt auf diese Dinge ein, sondern kommt eben mit dieser Religion und betont das Einzelpersönliche und, wie gesagt, zieht es vor, irgendeine quasi theologische Neuinterpretation der Dinge zu geben. Nach dem Motto, das ist ja viel zu deterministisch, viel zu ökonomistisch, wo bleibt hier die Religion? Wo bleibt hier das Einzelpersönliche? Nicht diese Leute, die Idee hatten mit den Schafen, das waren schlaue Menschen. Nicht? Die haben gesehen, da ist Geld im Land, da kann man Geld verdienen. Nicht? Und die haben profitiert, also auch von der Revolution in Frankreich und von der Verscherbelung der Kirchengüter. Marx geht auf alle diese Dinge ein, um zu zeigen, um es eine Formel zu bringen, dass der gesellschaftliche Reichtum einfach in Privateigentum verwandelt wird. Nicht? Das ist die Krux der Sache. Und das kann man nicht beschönigen dadurch, dass man jetzt von Religion oder der einzelpersönlichen Leistung spricht. Zugegeben, Marx hätte das vielleicht erwähnen können, aber man kann nicht, das ist natürlich ein Faktor dieser Dinge, aber ich glaube, es ist wichtiger zu erklären, was sozialhistorisch abläuft. Interessant ist auch, das fiel mir jetzt beim Wiederlesen auf, dass er dann am Schluss auch von Staatsschulden, ich bin gerade in Athen, nicht, wo die Diskussion seit 7, 8 Jahren um Staatsschulden geht, das System des Steuerstaats, des Bankwesens und der Börse und des Protektionismus. Und er beschreibt also, wie auch das Bankensystem, die Bankokraten, nennt er das, teilhaben an dieser Verscherbelung des gesellschaftlichen Reichtums. Das Interessante ist übrigens, dass es geht um den Beginn des Kapitalismus, Ursprung, ne, darum geht. Aber wenn man die Prozesse sieht, sieht man, dass eigentlich diese Ablösung
sich ständig weiter vollzieht. Also als ich das letzte Kapitel las, den sechsten Abschnitt, im 24. Kapitel, im Kapital, dachte ich, der beschreibt das Griechenland. Also das ist ja, Sie wissen das vielleicht, vielleicht nicht, wenn man deutsche Zeitungen liest, versteht man das wahrscheinlich nicht, dass also die Deutschen dabei sind, also Griechenland total unter den Nagel zu reißen. Nicht? Die Flughäfen, alles. Nicht? Bild-Zeitung sagt schon vor Jahren gesagt, vom Verkauf der Euro, Akropolis nicht, ist doch wahrscheinlich 1 Milliarde wert. Nicht? Und die Inseln sowieso, das ist doch für uns, das ist doch für Touristen. Ihr müsst modern denken, verkauft doch diese Dinger. Das heißt, also man könnte das also als sogenannte ursprüngliche Akkumulation verstehen. Dieser Prozess ist in jedem Fall kein abgeschlossener Prozess. Und das wusste natürlich auch Marx. Also das zieht sich über Jahrhunderte hin, kann sich aber ständig neu wieder also entwickeln. Also es lohnt sich wirklich, das anzusehen als Kontrast. Ich wollte das erwähnen, ich glaube, man kann das nicht weglassen, denn Weber, also jetzt den einfach im Sinne der Religionssoziologie zu behandeln, das geht einfach nicht. Man muss sehen, dass Weber seine eigene antikommunistische, antimarxistische, pro-kapitalistische, pro-imperialistische Politik verfolgte, indem er angeblich wertfrei diese also Religionssoziologie betrieb. Es ging einfach um einen funktionierenden Kapitalismus und unter Weglassung aller dieser Probleme. Klassenkampf haben wir nicht, wenn die Arbeiter auch diesen kapitalistischen Geist haben, dann gibt es ja die Probleme nicht. Das war seine Überlegung. Das sieht ein bisschen anders aus bei Marx. Zurück zu Benjamin, oder vorwärts zu Benjamin, oder wie man sagen will. 1921, wie gesagt, schwierige Phase, nicht sehr viel bekannt. Es gibt also Fragmente, es gibt Ansätze. Er versucht, sich klar zu werden, also Denkgewissheiten zu verschaffen, wie er das nennt. Er stößt auf, ich glaube, auf Weber, er liest Weber, kennt er das Buch, und er kennt auch Bloch, der Weber sehr gut kennt und der zu dem Weber-Kreis gehört. Interessant ja bei Weber ist, dass er noch in Heidelberg 1912 bis 14 sich umgeben hat mit höchstkritischen Leuten. Also Lukács war dabei und Bloch war dabei, Benjamin nicht, hatte gerade angefangen zu studieren. Zum Weber-Kreis gehörten Marxisten. Es gehörten Marxisten, also entweder war er liberal, jedenfalls im akademischen Sinn, oder er wollte einfach hören, was die andere Seite denkt oder was auch immer. Er hat tatsächlich Leute, die ihm also interessant schienen, eingeladen zu diesem Kreis, auch wenn sie also nicht unbedingt seine Ideologie vertreten haben. Aber Bloch schrieb dann dieses Münzerbuch, und in diesem Münzerbuch, auch interessant das nachzulesen, taucht dann diese Zeile auf vom Kapitalismus als Religion. Münzer ist einer dieser Rivalen Luthers in der Reformation. Er schreibt ein Buch darüber, weil er bei Münzer eine Art protestantisch-revolutionärer Richtung sieht, ist interessant zu sehen. Und bei Calvin sieht er den Verräter-Typ eigentlich, der zwar auch interessant ist, aber der also die Religion verkauft hat. Also aus Mönche würden Kapitalisten, hat er gesagt. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber das steht also in dem Buch drin, weil Bloch den Calvin also überhaupt nicht mochte. Die Zeile Religion als Kapitalismus taucht also bei Münzer auf, bei Bloch auf, und Benjamin kennt, er hat Kontakt, Weber stirbt 1920, ich glaube nicht, dass er ihn kennengelernt hat, obwohl ich immer gelesen habe, dass er das vorbereitet hat, dieses Fragment, um Weber was vorzutragen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, also das wäre dann in München gewesen 1920. Und er nimmt also diese
er nimmt diesen Satz, um dann, wie es aussieht, Weber, wie soll man sagen, to top Weber, nicht? Also um noch einen draufzusetzen. Obwohl, wenn man genau hinsieht, gibt es doch sehr viel Einfluss von Weber, Weberschen Gedanken. Aber jedenfalls, er hat das liest sich dann sehr gut, wenn man das als Fragment liest und als Notiz. Er hat gesagt, Kapitalismus ist gleich Religion. Nicht Kapitalismus dient der Religion. Und er zitiert Weber, nicht? Es ist nicht nur ein religiös bedingtes Gebilde. Weber, das stimmt nicht. Sondern Kapitalismus ist gleich Religion. Warum? Sie dient oder er dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen auf die ehemals sogenannten Religionen Antwort gaben. Es ist eine Religion. Das ist natürlich die Frage, so Sorgen, Qualen, also Probleme mit der Existenz, psychologische Probleme, materielle Probleme, es ist offen. Es steht einfach so da, aber das klingt natürlich sehr radikal eigentlich. Und interessanterweise scheint das heute irgendwie wahr zu klingen. Nicht? Also es ist, wahrscheinlich haben Sie gedacht, eine Kapitalismusreligion, das ist ja eine Beschreibung der Situation heute. Es geht ja nicht um Religion, wer ist denn religiös heute? Es geht ja nicht darum, dass Leute religiös sind und dann eine Einstellung. Nein, irgendwas ist tatsächlich, unserem ganzen System wirkt wie eine Religion. Und dann versucht er das, er hat ein paar Beispiele, und er sagt, es ist eine reine Kultreligion, ohne Dogma, ohne Theologie, braucht man nicht. Obwohl, heute könnte man sagen, es gibt ja eine Theorie des Neoliberalismus, aber das braucht man nicht. Alles ist utilitaristisch, das heißt organisiert, alles dient dem Profit, was dem Profit nicht dient, das zählt nicht, fällt raus. Und an sich ganz prosaische, pragmatische Nützlichkeitsrechnung hat eine religiöse Färbung. Das heißt, sie wird geglaubt wie ein Dogma. Aber Leute wissen das gar nicht, sie machen das einfach. Wie ein praktisch von allen realisiertes Dogma. Und also das ist eine der Besprechungen, eine der Erläuterungen, die er hier bringt. Und man kann jetzt natürlich daran denken, wenn man das ausformulieren will, was ist das, was wichtig ist heute? Nicht, wo investiert man, wie spekuliert man, Finanzoperationen. Vor den Nachrichten gibt es diesen Börsenbericht, es geht um Manipulationen, das sind die Nachrichten, das ist das, was zählt. Jeder weiß, das ist das, was, also wo Geschichte gemacht wird. Wenn du irgendwie könntest, würdest du da mitmachen. Selling and buying commodities, nicht? Das ist das, was zählt, es gibt nichts anderes. Man kann also das sehr leicht, als man kann sagen, dass das der Lebensinhalt ist der Leute. So wie das im Mittelalter die Religion war oder die Angst vor Gott oder vor der Hölle oder sowas. Und das Schöne ist am Kapitalismus, man braucht nichts zu unterschreiben, man hat keine Partei zu gehen, man muss einfach nur mitmachen bei diesem Spekulationsspiel und an diese ganzen Sachen zu glauben. Dann ist man schon Teil also dieses Kults. Es gibt weiter keine Erklärung, es gibt einige lustige Bemerkungen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, zum Beispiel, dass die Bilder auf Banknoten, übrigens das Benjamin Franklin drauf, ich muss nachsehen, ich glaube, das fällt mir gerade ein, auf der Dollarnote, ich glaube, Benjamin Franklin, also der Mann mit Time is Money, ist auf der Banknote und der vergleicht das also mit den heiligen Bildern und den Ikonen. Also der mittelalterlichen Kirche, also nur nebenbei. Es sind einfach Notizen, die er macht, um ganz spontan irgendwelche Parallelitäten festzustellen. Das Zweite ist, das stimmt aber nicht für Deutschland, also wie ich immer wieder feststellen kann, permanente Dauer, also hier gibt es Brückentage, nicht? Leute nutzen jede Gelegenheit, irgendwie also Ferien zu machen, das scheint dem zu widersprechen.
wie er den Kapitalismus beschreibt, permanente Dauer, kein Wochentag, kein Tag, der nicht Festtag zur Entfaltung des sakralen Pompes wäre. Also permanente Arbeit. Wir haben es ein bisschen in dem E-Mail, nicht, to be reached around the clock und so weiter. Aber es gibt, glaube ich, widersprüchliche Tendenzen. Also hier in Deutschland gibt es diese Feiermentalität, das hätte Weber nicht gefallen. Dieser Kult ist permanent. Es gibt kein Entkommen, sagte er. Man kann also dem nicht entkommen. Man muss also teilnehmen an dieser permanenten Praxis. Beruf gehört natürlich dazu. Sans trêve et sans merci. Eine erbarmungslose, ein erbarmungsloser Stress, der ausgeübt wird und der ein Zeichen natürlich dafür ist, so war das früher mit der katholischen Kirche, man musste also früher jeden Tag in die Kirche gehen zum Beispiel. Drittens, also das erste ist eine reine Kultreligion, das zweite ist permanente Dauer, das dritte ist, und hier wird es dann, wie so oft bei Benjamin, religiös, dieser Kultus ist verschuldend und die Schuld ist ohne Sünde. Darüber könnte man jetzt natürlich, die Schuld ist ohne Sünde, normal, also kann man sich fragen, was ist jetzt Schuld? Und das Wichtige ist aber, es gibt keine Sühne. Nicht? Die Christen können ja irgendwie sühnen für die Schuld, die persönliche Schuld oder vielleicht die Gesellschaft insgesamt, also das wäre meine Interpretation, für das, was sie alles falsch macht, also für die Unterdrückung, die sie leistet, also das schlechte Gewissen. Irgendwie haben Leute hier ein schlechtes Gewissen. Also ich würde, man kann Schuld verschieden definieren, metaphysisch, psychologisch, sogar ökonomisch. Interessant ist ja, im Deutschen ist es das Wort Schuld und Schulden, das gleiche Wort ist auf Englisch nicht. Ja. Also das ist schon, warum ist das so, Schuld und Schulden? Auf Englisch nicht Debt und Guilt, sind zwei total verschiedene Sachen, aber im Deutschen sind Schuld und, also Schuld ohne Sühne. Es gibt keine Möglichkeit, diesem Schuldbewusstsein, ungeheures Schuldbewusstsein, wie gesagt, die Frage ist, woher das kommt, greift zum Kultus, um in ihm diese Schuld universal zu machen, dem Bewusstsein sie einzuhämmern und endlich und vor allem Gott selbst in diese Schuld einzubegreifen, um endlich ihn selbst an der Entsühnung zu interessieren. Denn das, also ist eine universale Sache. Es gibt keinen Ausweg, überhaupt nicht, durch die normale Religion, gibt es nicht. Und dann vielleicht ist Gott so betroffen von diesem universalen Schuldbewusstsein, dass er eingreift. Aber das ist eine sehr vage Hoffnung. Es gibt auch andere Sätze, die interessant ist und die oft zitiert werden, wenn man über diese Schrift spricht. Religion dient nicht irgendeiner Reform des Seins, sondern deren Zertrümmerung. Es ist eine destruktive Kraft. Und Leute spüren das. Benjamin spricht auch davon, dass er spricht von der Verzweiflung, die universal ist. Ich tendiere dazu, was ich versucht habe, in Benjamin ist immer wieder diesen Kontext, also das Historische zu sehen, ist 21, die Situation in Deutschland ist katastrophal. Ich bin sicher, dass politisch, psychologisch, ökonomisch eine katastrophale Situation hier in Berlin, die Benjamin auch kritisiert, 23. Er spricht über Inflation, er spricht über das materielle Elend hier in Berlin. Er spricht auch über die Dummheit der Deutschen. Es gibt diese kulturkritischen Momente, das heißt, er spricht davon, wie Deutsche die Regierung durch ihre Begeisterung in diesen Krieg getrieben hätten und jetzt nicht wüssten, wie sie mit dieser Niederlage fertig werden, die sie natürlich nicht akzeptieren wollen. Er spricht auch von Geld. Das Geld, also die Beziehungen dominiert, dass in der Inflation
Er hat auch Zahlen, wo er beschreibt, was das bedeutet, also die Geldentwertung, was das bedeutet, dass 1917 Rechnungen vielleicht einen halben Pfennig hatten. Das kostet, ich weiß nicht, eine Briefmarke, das kostet einen halben Pfennig. Das gab es früher. 7 Jahre später ist diese gleiche Sache also 4.000, 5.000 Mark wert. Und er spricht also über die psychologischen Auswirkungen. Also ich tendiere dazu, die Verzweiflung, von der er spricht, diese universale Verschuldung, aus der es keinen drinnen gibt, zum großen Teil auch rein ökonomisch zu sehen. Nicht? Ich glaube, dass Benjamin ist oder wird historischer Materialist, trotz dieser Sprache, die vielleicht etwas überraschend ist. Er steht auf der Seite der Leute, die unterdrückt werden. Es ist keine Frage, er ist kein Tui, kein abgehobener Intellektueller, das ist er von vornherein nicht, sondern er hat einfach diesen Blick für die tatsächliche Situation. Und das heißt, die Dinge, die er dann theoretisch ausformuliert, sind nicht ohne eine Beziehung zu dem, was er erfährt. Also man kann wirklich sagen, dass diese fragmentarischen Notizen etwas zu tun haben mit der Erfahrung, die Benjamin macht, zwischen 1918 und 1921, 22, und das heißt verlorener Krieg, das heißt Gaskrieg, das heißt Revolution, gescheiterte Revolution, das heißt tausende Tote hier in Berlin nach dem Spartakusaufstand Februar, März, April, das heißt Inflation, das heißt Hunderttausende auf der Straße, die also keinen Job haben und so weiter. Wenn er von Verzweiflung spricht, ist es sicherlich nicht nur eine metaphysische Verzweiflung. Interessant ist, aber hier wird es noch apodiktischer und knapper, dass er ganz kurz, en passant, erwähnt, wie ist das mit Freud, wie ist das mit Marx, wie ist das mit Nietzsche, haben die irgendwas zu sagen? Und er nennt sie, und das ist nicht sehr nett, was er da macht, er nennt sie die Priester dieser kapitalistischen Religion. Das ist sehr stark. Also das geht mir zu weit persönlich. Das heißt, er sagt, dass Freud, kurz zitiert, Kapital, er sagt, man müsste das noch weiter durchleuchten. Er hätte das machen sollen. Da gibt es eine Analogie zum verdrängten Kapital. Da gibt es irgendwas. Da ist eine interessante Idee. Aber er hat von vornherein gesagt, also Freud kommt nicht in Frage, denn er ist einer der Priester. Wahrscheinlich, was er sagen will, ist, seine Psychoanalyse trägt nichts dazu bei, diesen Zustand zu ändern. Er ist also affirmativ. Todesurteil. Nicht? Ja, er ist jung nicht? Und Leute, wenn sie 29 sind, haben den Mut zur Unvollkommenheit, wie man sagen könnte. Und das ist ja auch gut so. Nietzsche steht ebenfalls hier als Hintergrund, und da wird es schwierig, weil er ihn als vielleicht richtig als sieht als Vertreter dieses aggressiven Kapitalismus. Da ist er näher dran, würde ich sagen, aber er sieht das natürlich kritisch. Benjamin sieht das kritisch, diese Position, und er betont, das ist typisch Benjamin, wenn er das Religiöse reinbringt, dass eben bei Nietzsche nur Steigerung möglich ist, also im Sinne dieses Kapitalismus eigentlich und Imperialismus, und keine Umkehr. Das Gute an der Religion ist, und übrigens auch am religiösen Anarchismus, das sind zwei wichtige Faktoren bei Benjamin, ist, dass die Chance gegeben ist, Halt zu rufen, ja, und eine Reinigung herbeizuführen. Die Religion könnte also im Sinne Benjamins diese Distanz zur Realität bewerkstelligen. Das ist das Potenzial der Religion. Das ist deshalb bringt Benjamin diese religiösen Konzepte manchmal rein, immer verbunden, oder fast immer verbunden mit anarchistischen Konzepten in dieser Zeit. Weil er sehen möchte, gibt es irgendwelche Mittel, diesen Wahnsinn zu stoppen? Nietzsche? Nein. Freud? Auch nein.
Bei Freud wäre was drin, später die Freude Marxisten haben, glaube ich, da Beiträge geleistet. Traurig natürlich auch, dass Marx, wahrscheinlich, ich bin sicher, er hat das Kapital nicht gelesen, sondern er hat also das Kommunistische Manifest vielleicht gelesen und er hat gedacht, wie auch viele Leute ja später gedacht haben, wie auch Marcuse gedacht hat, dass der Kommunismus ja nur eine Fortsetzung des Kapitalismus ist, unter anderem Vorzeichen, und also schlecht für Marx, denn er macht weiter in diesem versklavenden, auf diesem versklavenden Kapitalkurs nur unter anderer Flagge. Was aber gebraucht wird, ist eine grundsätzlich dieses kulturrevolutionäre, religiös-anarchistische, was also bei Benjamin hier anfangs eine Rolle spielt. Ja, das sind die Hauptpunkte. Aber, damit es nicht so negativ klingt, wollte ich, siehst du, ich habe das angehalten. Ne? Ja, sehr gut. Punkt. Aber es ist wichtig, darauf abschließend darauf hinzuweisen, zwei Punkte zum Abschluss. Erstens, um das zu summieren, wie Benjamin hier an diese Sache herangeht, und zweitens, um zu sehen, ob er nicht andere Ansätze gefunden hat in dieser Zeit. 24 ist er dann Marxist, die Sache ändert sich dann ganz erheblich. Also, wie sieht er Religion in diesen Notizen und auch, das kann man auch in anderen Fällen feststellen, er sieht, wenn er also Kapitalismus, also mein Punkt wäre, dass er weder Kapitalismus noch Religion irgendwie historisch oder kritisch in den Griff bekommt. Nicht? Ja, das heißt, er nimmt also diese Zeile von Weber bzw. von Bloch und setzt einen drauf, um den Allgemeinzustand zu beschreiben. Okay, so far so good. Das ist sehr gut und hat das Interesse bis heute. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass er das nicht weiter verfolgt. Also ich sehe nicht, wie in seinen weiteren Arbeiten das verfolgt werden kann, was er hier macht. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass er einfach nur, und zwar zu Recht, die Implikationen Webers hochrechnet und sagt, okay, das ist dann dieser Säkularisierungsprozess, dieser Rationalisierungsprozess. Und Weber hat selber gesehen, dass es Probleme damit gab. Nicht? Dass Leute ja egoistisch, er war nicht blind, war auch nicht dumm, Weber. Nicht? Er hat gesehen, dass es Probleme gab mit diesem Kapitalismuskurs, wollte die aber überspielen durch Effizienz und so weiter und durch politische Lösungen. Benjamin hat andere Ideen, was politische Lösungen betrifft. Er denkt überhaupt nicht in diese Richtung, dass die Implikationen stimmen, denkt. Das heißt, er rechnet also hoch, was er bei Weber sieht, spitzt noch weiter zu diese Säkularisierungs- und Rationalisierungsthese bei Weber, sagt aber dann, okay, das ist das, was die Realität heute ist. Wir haben das gar nicht gemerkt. So wie wir nicht gemerkt, wie die Christen nicht gemerkt haben, wie der Übergang zum Christentum oder vom Christentum zum Kapitalismus gar nicht bemerkt worden ist, so bemerken wir nicht, dass wir schon längst transformiert worden sind in eine Situation, die durch diese kapitalistische Religion gekennzeichnet ist. Also bei Weber gibt es diese Kritik, das ist auch der Grund dafür, dass er mit Lukács und anderen Leuten gesprochen hat. Er spricht von Entzauberung, er sieht durchaus das Ambivalente dieser Säkularisierung. Deshalb will er mehr Religion und mehr Ethik. Nicht? Er sieht, dass die Ethik ist längst, wenn er ehrlich gewesen ist, ja längst weg. Nicht? Also wenn das überhaupt gewirkt hat, um 1550, also 1950 war es bestimmt nicht mehr da. Ist ja klar, es schleift sich ab und die Praxis hat natürlich diesen religiösen Impuls, wenn es diesen religiösen Impuls gab, natürlich längst abgeschlossen. Das ist das Problem, das Weber hat.
auf das Benjamin indirekt auch eingeht, indem er einfach die Realität beschreibt, im Weberschen Sinn eigentlich, nicht? Beschreibt. Und zugespitzt formuliert, sodass Leute sehen, was, das ist das? Nicht? Ja, er hat ja recht. Nicht? Tatsächlich haben wir diesen reinen Kult. Wir gehen doch gar nicht in die Kirche. Unsere Kirche ist doch die Börse in Frankfurt. Das ist der eine Punkt, den ich abschließend machen wollte. Benjamin ist aber interessiert daran. Bitte? Ich denke gerade an das stählerne Gehäuse. Ja, genau. Ja, genau. Nicht? Das ist das Gute bei Weber, dass man immer wieder, falls Kritik kommt, sagen kann, ja, Weber hat ja auch diese Kritik gesehen. Das ist gut und schön. Aber das Problem ist, deshalb habe ich das mit der ursprünglichen Akkumulation gebracht, es geht um den Anfang des Kapitalismus, es geht um die weitere Aktualisierung dieser Akkumulation des Kapitals und da liegt eben Weber falsch. Nicht? Das ist das Problem. Weber hat natürlich Persönlichkeit, hätte Marx ja bringen können, klingt dann tatsächlich so, aber man kann Marx nicht so kritisieren, wie Weber das gemacht hat. Das heißt, entweder durch falsche Zitate oder also indirekt kritisieren. Aber das ist natürlich die normale Praxis, für die nicht nur Weber typisch ist. Also das ist der abschließende Punkt. Also es ist schon interessant zu sehen, wie ein 29-Jähriger dann diese Sätze aufnimmt von Weber, der übrigens damals nicht der große Star war. Der große Star der wird Weber nach 45, wie gesagt. Das ist also wirklich das sind Diskussionen in intellektuellen Zirkeln, die keine größeren Breiten. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, die Popularisierung, wie gesagt, findet später statt und passt wunderbar zu Adenauer und Erhard. Ich bin selber ein Produkt eines Gymnasiums, wo dann das Evangelium war. Das war eine heilige Schrift, diese protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Der Geist. Kapitalismus ist was Geistiges. Es ist nicht, es ist eine ethische Sache. Wunderbar, Ethik, Geist, Kapitalismus. Wer denkt dann noch Schlimmes, was den Kapitalismus betrifft? Aber das andere ist, dass er in anderen Schriften, die eher aus der Zeit stammen, aber ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber vielleicht wird der eine oder andere hier sich das ansehen, ist, dass er sich mit Recht und Gerechtigkeit befasst und mit Gewalt befasst. In der gleichen Zeit und es gibt sogar einen Hinweis in den Notizen auf Georges Sorel. Und ja, genau. Und er schreibt, ja. 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 Und was ich erwähnen wollte, ist, ja, es gibt also die Kritik der Gewalt, die zum Teil also von Sorel inspiriert ist, wo er das Rechtssystem untersucht. Er entwickelt Begriffe wie Rechtssetzung und Rechtserhaltung, mythisches Recht und so weiter. Um das abzukürzen, das ist ein Punkt, der ähnlich produktiv ist wie die ursprüngliche Akkumulation. Nicht? Denn mit dem Recht hat man die Verbindung zur Gewalt und damit geht man zu einem Ursprung zurück. Das heißt, das ist eine viel produktivere Verbindung, die er zieht, indem er versucht, er stellt den Rechtscharakter heraus. Lustige Sachen über die Polizei, dass die Polizei ohne weiteres bei Rot über die Ampel fahren darf und also zum Beispiel nicht an die eigenen Gesetze gebunden ist, wenn man jetzt wieder feststellen kann, in Bayern wird man viele Beispiele haben. Er spricht also davon, dass Recht natürlich nicht nur den herrschenden Interessen dient, also es ist nicht nur eine Ideologiekritik, sondern eher, was ja Theoretiker oft machen, denken Sie an Rousseau zum Beispiel oder Plato,
Er versucht, sich vorzustellen, unter welchen Bedingungen Recht überhaupt entwickelt wird. Und das hängt natürlich mit Gewalt zusammen. Also Recht ist nicht irgendwie ein ideales Konstrukt, sondern hängt mit Herrschaftsinteressen zusammen und hängt mit Gewaltanwendung zusammen. Das eine. Das andere ist, und das, da ist auch die Verbindung zur Zeitgeschichte sehr klar, es geht um Streikrecht, es geht um Generalstreik. Das sind Dinge, die ja hier kaum zu glauben in Deutschland nicht. Es gab ja Generalstreiks, nicht? Die mit dazu beigetragen haben, dass der Erste Weltkrieg aufhörte. Es gab einen Generalstreik, der den Kapp-Putsch 1920 gestoppt hat. Das heißt, Benjamin hat sich hier ein fantastisches Thema ausgesucht, um zu zeigen, was Recht eigentlich ist, wie Gewalt benutzt wird und benutzt werden könnte. Und er kommt dann und er folgt da Sorel dazu, dass er die Gewaltanwendung nur in einem Fall akzeptiert, und das ist für den Fall eines proletarischen Generalstreiks zur Änderung dieser gewaltsamen Ordnung. Das heißt, er hat da hat er einen Begriff, wo er zurückgehen kann auf einen Ursprung, der dann erklärt, wie überhaupt dieser Begriff, obwohl Benjamin kein guter Historiker ist und die Schritte nicht so wunderbar wie Marx erklärt, nicht? Aber er springt nicht, und macht durch diesen Sprung in die Geschichte klar, wo das Recht herkommt, und er diskutiert die Dialektik der Gewalt. Und er hat natürlich einen Ausweg, nicht? Aus der Verzweiflung, nämlich die andere Gesellschaft, die Revolution, die bei ihm dann auch in revolutionären Tönen beschrieben wird. Die religiöse Erlösung ist die Revolution. Nicht? Das ist also der Schluss der Kritik der Gewalt. Nicht? Ein Zitat, die mythischen Ketten, die die Menschen an ihr Schicksal aus Gewalt und Schuld, da ist es wieder, fesseln, sind real und haben materielle Konsistenz. Daher muss eine ebenso materielle Gewalt gedacht werden, die in der Lage wäre, diese zu sprengen. Das ist der vormarxistische, religiös-anarchistische, wenn man das so sagen kann, Benjamin sagt das. Die organisierte Arbeiterschaft ist neben den Staaten heute das einzige Rechtssubjekt, dem ein Recht auf Gewalt zusteht, sagt er. Also da hat man, wie gesagt, den Rückgang auf den Ursprung, da hat man nicht nur die ideologiekritische, sondern historisch-materialistische, würde ich fast sagen, Erklärung, jedenfalls ein Erklärungsansatz eines Begriffs, und man hat den Ausblick auf die Befreiung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an dich, und ich gebe gleich an Sie und euch. Es gibt bestimmt Verständnisfragen, Diskussionen, Anregungen. Wir fangen bei Thies an und dann Herr Stern. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe